Heute nehme ich dich von meinem Indoor-Büro mit in mein Outdoor-Büro. Ich zeige dir, wie ich, wenn ich mit meinem Van unterwegs bin, mein E-Bike sowie mein Handy, Laptop und Filmequipment mit der Kraft der Sonne auflade. Wolltest du schon immer wissen, ob man einen E-Bike-Akku mit Solar laden kann? Wie das am praktischsten geht und wie man ohne ein fix verbautes Solarsystem im Fahrzeug ein paar Tage mit Solarstrom autark verbringen kann, dann möchte ich dir heute ein wirklich praktisches Gadget vorstellen. Erst einmal ein paar Hintergrundinfos. Warum ich dieses Thema mit dir teile, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dieses Video zu drehen. Also warum teile ich das Video mit dir, beziehungsweise das Thema? Naja, ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viel Mehrwert so ein kleines Solarpanel mit einer Powerstation in mein Leben bringt. Und daher dachte ich mir, teil das doch mal mit der Welt. Denn ich hatte immer in der Vergangenheit Schwierigkeiten, an Strom zu kommen, wenn wir auf Reisen waren. Vor allem, wenn man so wie ich in einem Van ohne Campingausbau unterwegs ist und dann natürlich auch oft mit E-Bike, mit Laptop, Kamera, Drohne, Mikrofon, Kaffeemaschine und mehr, dann ist Strom unterwegs natürlich einfach wichtig. Und ich weiß, dass einige Zuschauer auch gerne mal ein paar Tage mit dem Van unterwegs sind. Und naja, da dachte ich mir, dass dieses Solarsystem mit Sicherheit auch einen Mehrwert für dich hat. Wir haben, wie gesagt, keinen umgebauten Van oder ein Wohnmobil. Das bedeutet, wir haben einen 9-Sitzer, den wir normalerweise zum Shuttlen unserer Mountainbike-Events nutzen. Wir haben aber durch ein Aufstelldach unser Bett immer dabei. Da wir jedoch auch unterwegs Strom brauchen, zum Beispiel um das E-Bike zu laden oder um eine elektrische Kühlbox zu betreiben, habe ich ein Solarpanel mit Powerstation gesucht, das tragbar ist, weil ich es auch gern mal für andere Gelegenheiten nutzen möchte oder für ein anderes Auto. Als ich mich dann auf die Suche begeben habe, ich war überwältigt. Ich war überwältigt von der Auswahl. Ich habe dann super viel recherchiert und es hat mich verunsichert, dass man liest, dass zum Beispiel das Akku-Pack explodieren kann, vor allem wenn es im heißen Auto steht. Deswegen war mir etwas Hochwertiges und vor allem etwas Sicheres wichtig. Und so kam ich auf Sunnybag, eine österreichische Firma. Sunnybag ist durch ihre hocheffizienten Solarpaneele super bekannt. Sie sind in verschiedenen Größen und auch integriert in Rucksäcken erhältlich. Zusätzlich bieten sie Powerstationen in zwei Größen an. Wir testeten das kleinere, also die Powerstation 600, weil sie wirklich super klein und tragbar ist. Sie wiegt nur ca. 5 Kilo und reicht uns komplett von der Kapazität. Da ich nicht so super technikaffin bin und mir alle Zahlen, Daten, Fakten merke, habe ich dir alle anderen Specs unter dem Video in der Beschreibung zusammengefasst und natürlich auch das Produkt verlinkt. Kurz und knapp kann ich aber sagen, dass diese Powerstation super viele Ausgänge hat, ein Licht und einen praktischen Tragegriff. Ich habe sie dir hier verlinkt, sowie wie gesagt in der Videobeschreibung. So, jetzt die wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe und die du dir vielleicht stellst, kann man ein E-Bike-Akku damit laden? Wir waren letztes Wochenende in Madrid und ich bin am Weg dorthin eine E-Bike-Tour gefahren. Mein Ziel war es, den Akku des E-Bikes danach mit Solarstrom zu laden, um mit vollem Akku wieder zu Hause anzukommen. Und zusätzlich wollten wir über das Wochenende hinweg unsere Handys und Laptops mit Solarstrom betreiben. An das Solarpanel kannst du das Ladegerät des E-Bikes nicht direkt anstecken, sondern du lädst dein E-Bike aus der Powerstation auf, welches wiederum vom Solarpanel geladen wird. Das ist aber praktisch gesehen keinesfalls ein Nachteil. Im Gegenteil, denn es bedeutet, dass du dein E-Bike auch dann laden kannst, wenn keine direkte Sonne zur Verfügung steht, vorausgesetzt natürlich, du hast die Powerstation zuvor geladen. Es besteht aber übrigens auch die Möglichkeit, die Powerstation zu Hause mit 230 Volt oder im Auto mit 12 Volt zu laden. Sunnybag hat mir per Mail bestätigt, dass der Strom aus der Powerstation identisch mit dem Strom aus einer normalen Steckdose ist und dass man E-Bike-Akkus ohne Probleme damit laden kann. Im Internet kursieren nämlich Meinungen, dass E-Bike-Ladegeräte beim Laden aus einem Akkupack überhitzen könnten. Sunnybag hat mir jedoch bestätigt, dass das bei ihrem Produkt nicht der Fall ist und dass die volle Haftung von ihnen übernommen wird. Und naja, das hört sich doch sehr vielversprechend an. Nach der E-Bike-Tour habe ich den Akku an die Powerstation 600 angeschlossen.
Bernie hatte nämlich die mit 80% Ladung ausgelieferte Powerstation, während ich unterwegs war, bereits mit dem Solarpanel fertig geladen. Das hat er gemacht, während er die Feedbacks für die Biker erstellt hat, die gerade mit unseren Lektionen auf roxybike.online findest du hier und unserem persönlichen Coaching an ihrer Fahrtechnik arbeiten. Und das Ladegerät startete problemlos. Und auch nach mehrmaligen Checks auf der Fahrt nach Madrid wurde das Ladegerät nicht heiß. Also erster Test bestanden. Was haben wir überhaupt in Madrid gemacht? Naja, wir waren in Madrid, um an einer weiteren Fahrtechniktrainerausbildung der Real Federación Española de Ciclismo, kurz RFEC, teilzunehmen. Denn wir haben zwar bereits super viele Ausbildungen in verschiedenen Ländern gemacht und wir sind selbst seit einigen Jahren international als Ausbilder unterwegs. Wir nehmen aber immer noch jedes Jahr mindestens an einer internationalen Fortbildung oder Ausbildung teil, weil wir fest daran glauben, dass man nie auslernt. Außerdem finden wir es mega spannend, Ausbildungen in verschiedenen Ländern zu absolvieren und auch immer wieder die Level 1 Ausbildung, weil wir damit immer wieder selbst in das Beginner-Mindset kommen und anfangen, Dinge, die wir seit Jahren für ganz selbstverständlich erachten, neu zu hinterfragen und auch neue Aspekte in unsere Lehre zu integrieren. Wenn dich dieses Beginner-Mindset interessiert und du Englisch kannst, dann schau mal hier, da habe ich ein Video dafür. Wir sehen die Methodiken, die wir lernen, einfach wie Werkzeuge. Frag dich einfach, willst du einen Engländerschlüssel haben, der überall so einigermaßen passt, aber nirgendwo so richtig? Oder willst du lieber einen reich gefüllten Werkzeugkoffer, in dem du genau das passende Werkzeug für jede Schraube und jede Situation findest? Bei jeder Fort- und Ausbildung bekommen wir genau diese Werkzeuge, neue Werkzeuge und außerdem lernen wir die Werkzeuge, die wir bereits besitzen, besser zu bedienen. Okay, zurück zum Thema. Ich habe bei meiner Tour nicht den ganzen Akku leer gefahren und daher blieb uns noch ausreichend Kapazität zum Laden unserer Handys und auch Laptops über Nacht. Das Laden des E-Bike-Akkus hat nicht länger gedauert, als würde ich es an einer Steckdose laden. Also es ist wirklich genial, denn das Display der Powerstation zeigt dir genau an, wie viele Stunden du noch laden kannst, wenn du dein Equipment angesteckt hast. Zur Kapazität: Dir sollte bewusst sein, dass die Kapazität der Powerstation natürlich zu der Kapazität deines E-Bike-Akkus passen sollte. Sollte also dein Akku mehr als 500 Wattstunden Kapazität haben, dann solltest du dir besser die größere Powerstation besorgen oder dir bewusst sein, dass du dein E-Bike halt nur nachladen kannst, aber natürlich nicht den komplett leeren Akku ganz voll bekommst. Während der Mittagspause der Ausbildung haben wir unser Panel aufgestellt, um die Powerstation dann wieder aufzuladen. Wichtig ist, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie du das Panel ausrichtest, um maximale Ladeleistung zu bekommen. Ideal ist eine 90 Grad Ausrichtung zur Sonneneinstrahlung. Auch hierbei hilft dir aber die Powerstation, denn sie zeigt dir auf dem Display genau an, mit wie viel Watt du gerade lädst und wie lange es noch dauert, bis die Powerstation vollgeladen ist. So haben wir dann nämlich super schnell eine Ladeleistung von 90 Watt erreicht und ich denke, wenn wir noch ein bisschen üben mit dem Ausrichten, dann werden wir auch die maximale Ladeleistung von 120 Watt erreichen. Während der Mittagspause hat also unsere Powerstation mit den Paneelen ordentlich geladen. Wenn man natürlich die Powerstation ganz aufladen will, dann muss man natürlich auch ein paar Stunden beim Van sein, um das Panel regelmäßig wieder neu auszurichten. Denn wie gesagt, am meisten Energie erzeugt das Panel bei einer Ausrichtung von 90 Grad zur Sonne. Wir haben das Panel dann am Nachmittag einfach in die Windschutzscheibe gelegt und natürlich wird durch das Glas die Ladeleistung verringert. Aber hey, besser weniger als gar nichts. Abends stand uns dann wieder ordentlich Kapazität zum Betreiben unserer Laptops und Laden unserer Handys zur Verfügung. Die genauen Zahlen habe ich nicht notiert. Wie gesagt, ich bin kein Zahlen-Nerd und ich war zu fokussiert auf die Ausbildung. Aber hey, wir hatten genügend Strom zum Arbeiten am Laptop und natürlich auch für die Handys zur Verfügung. Auf der Rückfahrt der Ausbildung haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie man es schaffen kann, maximal viel Sonnenenergie zu nutzen, um sein E-Bike zu betreiben. Folgende Punkte solltest du beachten. Plane Zeit ein, um die Powerstation vorab mit dem Sunbooster aufzuladen. Schließe dein E-Bike nach der Tour sofort an die Powerstation an und lasse auch den Sunbooster angeschlossen, solange noch Sonne da ist.
Lerne den Sunbooster optimal auszurichten. Justiere das Panel nach, denn die Sonne wandert viel schneller, als man denkt. Achte darauf, dass umliegende Bäume, Gebäude etc. keine Schatten auf den Sunbooster, also auf das Panel werfen. Nutze das Panel nicht nur unterwegs, du kannst ihn auch am Balkon, auf der Terrasse oder im Garten aufstellen und so die Powerstation laden, um dein E-Bike oder andere Gadgets anzuschließen. Sei dir natürlich bewusst, ist keine Sonne verfügbar, lädt das Solarpanel, also die Akkustation nicht. Also solltest du immer einen Plan B haben, falls das Wetter schlecht ist. Auf dem Heimweg haben wir uns dann noch die Quellen Font d'Algar angeschaut und im März bereits in Naturquellen schwimmen zu gehen, ist eine wunderbare Erfahrung. Solltest du also mal an die Costa Blanca kommen, egal ob mit Van oder ohne, dann schau dir diese Quellen auf jeden Fall an. Auch die Location habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zum Abschluss noch ein kurzes Fazit für dich. Wir waren überrascht, wie einfach es ist, Solarenergie unterwegs zu nutzen. Und daher sagen wir, uneingeschränkt empfehlenswert und super, super praktisch. Solltest du nach einer flexiblen Solarlösung suchen, können wir das echt empfehlen. Wenn du noch Fragen zu einem der Produkte hast oder auch sonstige Anliegen, hey, dann kommentier doch einfach unter das Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich extrem über einen positiven Kommentar, denn Freude ist fast wie Sonnenschein. Ist eines der wenigen Dinge, die sich verdoppeln, wenn man sie teilt.